Hallo Mensch, du faszinierst mich. Du gibst dich nicht zufrieden mit dem, was du siehst. Du blickst auf den Grund der Dinge, willst wissen, willst verstehen. Mensch, du berührst mich. Die Hingabe, mit der du deinem Freund zuhörst, deiner Nachbarin zuredest und deinem Kind Zukunft schenkst. Mensch, du beunruhigst mich. Du hast endlos Worte, wenn du von dir sprichst, aber wirst sprachlos, wenn ich frage, wer du bist. Wer ist der Mensch? Für viele scheint es klar zu sein. Sie sagen, du wärst nichts weiter als Materie. Molecule Man. Moleküle in beeindruckend komplexer Struktur, aber eben doch nur in der Manufaktur der Natur entstanden. Es sei keine Bedeutung, kein Sinn, kein Ziel vorhanden. Mensch, wenn du nichts weiter bist als ein schön geformter Haufen Moleküle, was unterscheidet dich dann von einer Maschine? Was ist der Mensch? Eine Maschine, programmiert, um die eigenen Gene weiterzugeben. Dann ist Liebe nichts weiter als ein Hormon im Dienst der Reproduktion. Warum ist Mord dann schlimmer als die Zerstörung eines Roboterkopfs? Was unterscheidet den Knall einer Pistole vom Klick des Ausschaltknopfs? Mensch, wer du bist, bestimmt deinen Wert. Du weißt nicht, wer du bist und kennst doch den Wert der anderen. Ein Leben in deiner Nachbarschaft hat mehr Wert als 500 Leben in Nepal. Ein Satz aus dem Mund deines Professors hat mehr Gewicht als derjenige einer Putzfrau. Wenn es das ist, was dich als Menschen wertvoll macht, dein Erfolg, deine Intelligenz, deine Freundschaften, dann hast du als Mensch noch immer keinen Wert, denn nur ein Teil von dir ist begehrt. Was passiert, wenn dieser Teil löchrig wird? Wenn dein Gehirn immer mehr abstirbt, dein Ruhm eigentlich auf dem Werk anderer basiert, ein Gerücht deine Freundschaft ruiniert? Es gibt nichts, was dich von Anfang bis Ende deines Lebens wertvoll macht. Mensch, wenn der Mensch wertlos ist, dann bist es auch du. Außer du hörst dieser leisen Stimme zu, die deine Sprachlosigkeit bricht und dir unvergänglichen Wert zuspricht. Deinen Wert findest du nicht, wenn du tief in dich hineinschaust, sondern wenn du aus dir heraus auf den blickst, der dich gemacht hat. Du bist nicht reduzierbar auf die Materie, aus der du bestehst, auf den Lebensweg, den du gehst oder deinen Geist, mit dem du die Welt verstehst. Du bist wertvoll, weil du ein Du bist, weil du Gottes Du bist. Das gibt auch deinem Tun einen neuen Wert. Mensch, deine Neugierde fasziniert mich. Und wenn Gott Teil deines Lebens wird, dann findest du nicht nur heraus, wie die Welt läuft, sondern auch warum und wohin sie läuft. Mensch, deine Hingabe berührt mich. Und wenn du deinen Wert von Gott annimmst, dann gibt dir das neue Freiheit zu lieben und dich zu verschenken. Könnte es sein, dass wir für mehr gemacht sind, als nur, um Leben weiterzugeben? Gemacht, um mit Gott in Verbindung zu stehen? Mensch, wenn es dich beunruhigt, dass du nicht weißt, wer du bist, dann hör auf diese Stimme, die sagt, du bist mein Du und darum wertvoll.